Hallo, hier ist Kay, sei gegrüßt, herzlich willkommen. Erstmal aus deinem Alltagskarussell heraus, ganz bewusst zu dir hin, in deine Mitte. Wie immer nichts, außer deinen wundervollen, einzigartigen Körper und eine Matte. Wir starten im Fersensitz und du kommst erstmal ganz bewusst hier an. Schließ auch gerne für einen Moment die Augen. Spüre, wie dein Oberkörper aufgerichtet ist. Spüre, wie deine Schultern und Schulterblätter nach unten schmelzen. Und atme ein, heb beide Arme über die Seite nach oben an. Und atme aus, bring die Arme über die Seite nach unten. Atme ein, heb die Arme über die Seite nach oben an. Und atme aus, über die Seite nach unten. Und noch einmal, atme ein, bring die Arme nach oben. Verschränke deine Hände, atme aus, dreh die Handflächen nach oben, zur Decke, zum Himmel. Und schieb dich hier nochmal länger. Gerade wenn du mit dieser Einheit in deinen Tag startest, so eine schöne Übung für den Morgen, um deine Wirbel wie eine Ziehharmonika auseinanderzuziehen, Länge und Raum zu schaffen. Lass deinen Atem weiter fließen und mit dem nächsten Ausatmen geh ganz leicht nach rechts und schieb hier die Hände von dir weg. Einatmen, komm zurück zur Mitte und ausatmen nach links. Einatmen, zurück zur Mitte und nochmal nach rechts. Diesmal bleiben wir hier. Und wenn du jetzt einatmest, spürst du mal, wie viel Weite du in deine linke Seite bekommst. Mit dem nächsten Einatmen kommt zurück zur Mitte und ausatmen nach links. Und auch hier wieder einatmen und spüre hinein in deine rechte Seite. Einatmen, komm zurück zur Mitte und ausatmen. Bring die Arme über die Seite nach unten und nimm die Fingerspitzen auf deine Matte, neben dir, lass nochmal die Schultern ganz bewusst nach unten fallen. Du kannst deine Augen übrigens immer noch geschlossen halten. Atme ein und mit dem nächsten Ausatmen beuge dich nach vorne. Setz die Hände neben deinen Knien auf und lass deinen Oberkörper nach unten sinken. Setz deine Stirn auf und atme. Ruhige und gleichmäßige Atemzüge hier, in einer Variation der Child's Pose. Mit deinem nächsten Einatmen bleib in der Position, aber schieb nun deine Hände nach vorne, spreize die Finger und bleibe in dieser Position. Hier nochmal die Gelegenheit, ganz bewusst bei dir und auf deiner Matte anzukommen. Und ich weiß selbst, wie es ist, auch wenn du auf deiner Matte bist, oft dreht sich das Gedankenkarussell einfach weiter und dir schwirren ganz viele Dinge im Kopf herum. Bei mir war es gerade anfangs so, dass ich danach in meiner Yoga-Einheit immer gedacht habe, meine Güte, es hätte jetzt auch mal aufhören können. Ich wäre ganz gerne noch mehr zur Ruhe gekommen. Aber mittlerweile habe ich gelernt, nimm die Situation genauso an, wie sie ist. Das heißt, wenn bei dir jetzt noch die Gedanken rattern und du ja, so ein bisschen ruhelos gerade bist, nimm das an, es ist okay. Atme tief. Ruhig und gleichmäßig. Und
Und mit dem nächsten Einatmen richte den Oberkörper wieder auf, Hände auf die Knie, ausatmen, Schultern nach hinten, unten, einatmen. Nun heb deinen Oberkörper an, ausatmen, einatmen, hol dir jetzt den rechten Fuß nach vorne, die Hände auf das Knie und verlagere auch hier dein Gewicht nach vorne. Sinke tief ein mit der Hüfte. Halten und atmen, spür hinein in deinen Körper. Wie gesagt, kannst gerne den Fuß ein bisschen korrigieren, um noch tiefer zu kommen, wenn dir danach ist. Halten und den Atem fließen lassen. Ja, schön. Einatmen und ausatmen. Komm mit deinem Oberkörper nach unten. Atme hier ein und dann ausatmen. Komm in den Half Split, Gewicht nach hinten. Und entweder lässt du deinen Fuß genauso, wie er ist. Oder aber du hebst ihn an, schiebst die Ferse noch ein bisschen weiter nach vorne und tauchst dann hier ein. Ja, und je nach Verfassung und auch je nach Tageszeit, merkst du, manchmal klappt das richtig gut und manchmal eben nicht. Und das ist okay. Es ist genau gut so, wie es ist. Tief atmen. Jawohl, mit dem nächsten Einatmen komm langsam wieder zurück nach vorne. Stell den hinteren Fuß auf, heb das Bein an, hol dir die Hände nach vorne und hol dir dann deinen rechten Fuß wieder nach hinten. Hohes Brett. Schau, dass die Handgelenke unter den Schultern sind. Halte die Position und atmen. Jawohl. Tief einatmen. Und dann langsam nach unten, Chaturanga so, nach oben, wieder einatmen und ausatmen, herabschauender Hund. Geh hier nochmal auf der Stelle, spür hinein. Weil dann beide Fersen nach unten, bleibst hier in dieser Position, öffne aber deinen linken Fuß zum linken Mattenrand. An deinen rechten Fuß zum rechten Mattenrand und senke hier einfach noch so ein bisschen tiefer, wenn möglich. Und dann kannst du hier mal ganz sanft das Gewicht von einer auf die andere Seite verlagern. Und dann finde deine Mitte. Beide Fersen nach unten. So, nun ist es wichtig, wir nehmen uns mal die linke Hand. Die linke Hand, die hat super guten Kontakt zum Boden. Deine Finger sind gespreizt und deine Handinnenfläche, die ist gewölbt. Ja, also stell dir vor, du greifst hier wirklich mit deinen Fingern und dem Daumen und deinem Ballen so richtig in die Matte hinein. Und aus dieser Position hebst du mal deine rechte Hand an. Ja, wenn du merkst, oh, das ist mir ein bisschen zu wackelig, dann mal ganz kurz nur, ja, um wirklich hier mal die Kraft in die linke Seite zu bringen. Und du kannst hier einfach bleiben, kannst so ein bisschen dribbeln auf der Matte mit deinen rechten Fingern. Oder aber, wenn du noch ein bisschen tiefer gehen möchtest, bring den Arm nach hinten und setz ihn irgendwo an dein linkes Bein und schau unter deiner Achsel hindurch nach oben. Jetzt gehen wir so richtig schön tief. Du schaust aber, ja, wenn das für dich nicht möglich ist, du kannst auch hier in der Mitte deine Hand aufsetzen und einfach schauen. Also es gibt so viele Variationen, Modifikationen. Jawohl, und dann komm langsam wieder zurück. Kommen wir hier erstmal in der Mitte an. Nochmal ganz bewusst nach hinten schieben. Und natürlich, wir haben zwei Hände, machen wir das Ganze jetzt mit der anderen Hand. Also hier nochmal ganz bewusst den Kontakt zum Boden. Ja, spreize die Finger, wölbe die Hand leicht, dass du hier guten Kontakt hast. Und dann beginne mal. Linke Hand heben, sag mal, an deine Schulter fassen. Ja, so sei da kreativ. Und wenn du möchtest, entweder
Hand in der Mitte der Matte oder aber du gehst komplett nach hinten durch und schaust unter deiner rechten Schulter hindurch nach oben. So, eine schöne Dehnung. Jawohl. Na dann mit dem nächsten Einatmen komm wieder zurück. Bring die Füße nebeneinander. Ausatmen, Fersen nach hinten, unten. Und dann einatmen, runde nach vorne durch in das hohe Brett. Und jetzt setzen wir hier mit dem Ausatmen die Knie auf und heben die Beine wieder an. Einatmen, ausatmen, Knie aufsetzen, einatmen, strecken. Beugen, strecken. Jawohl. Es ist gleich geschafft. Noch zwei. Sehr schön. Dann setz die Knie auf, leg die Füße ab und komm wieder nach hinten in die Child's Pose. Jawohl. Mit dem nächsten Einatmen runde ein. Komm langsam wieder nach vorne durch. Heb die Knie an, stell die Füße auf. Und dann beugst du deine Beine ganz leicht, verlagerst das Gewicht nach hinten, holst dir den linken Fuß nach vorne und den rechten Fuß. Setz deine Hände vor dir auf und komm jetzt hier mit dem Po nach unten. Du kannst die Hände hier lassen. Wenn das für dich eine Herausforderung ist, öffne die Beine weiter. Es gibt dir mehr Stabilität. Und wenn du hier bleiben kannst, dann wunderbar. Wir sind auf Zehenspitzen. Ja, und du kannst ja auch noch ein bisschen höher gehen. Auch hier, wie gesagt, Yoga. Ich finde, Yoga ist für mich wie so ein Spiel. Das ist Spaß, das ist Ausprobieren, das ist auch mal hinfallen, ja, umfallen und wieder aufstehen. Es ist auch mal ja, ein Verfluchen, wenn was nicht so klappt. Auch das ist ein Gefühl, das gesehen werden darf. Und das ist Stolz, wenn ich Dinge meistere, die vorher noch nicht so gut geklappt haben. Yoga ist ein Weg, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und bei mir gibt es noch so viele Übungen, so viele Asanas, ja, die ich mit meiner Ungeduld so gerne meistern würde. Aber die Zeit ist einfach noch nicht da. Da darf ja, ich mich noch mehr in Geduld üben. Und das bringt mir so viel für meinen Alltag, wenn ich mich in Geduld auf der Matte üben kann. Und natürlich auch dir, nicht nur mir. Also sei wirklich geduldig mit dir. Sei dankbar, dass du auf deiner Matte erschienen bist und sei vor allen Dingen ganz stolz auf dich. Ja, für jedes Asana, das du hier absolvierst. Ja, weil wenn du... Gott, wenn du möchtest, können wir hier noch in das kosmische Ei gehen. Das heißt, du kannst hier noch mit kleiner Herausforderung in das kosmische Ei. Du kannst hier die Hände an das jeweils andere Bein bringen. Du kannst hier bleiben, Blick nach unten. Oder aber du senkst den Kopf noch, Nasenspitze Richtung Knie. Tief atmen. Sehr schön. Eine wundervolle Übung, die mir persönlich immer sehr viel Geborgenheit gibt. Und wie du siehst, ja, es darf wackeln und darf kurz aus der Position raus. Du kannst auch beide Hände aufsetzen. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Ja, und dann kommen wir aus dem kosmischen Ei raus und setz deine Hände. Zuerst die eine Hand hinter dir auf, lass den Po nach unten plumpsen, nimm die andere Hand. Und nun schieb die Beine lang nach vorne. Nimm die Füße flex und spür hier erstmal in den Körper hinein. Richte deinen Oberkörper auf. Atme dann ein, bring die Arme über die Seite nach oben. Und dann atme aus und klappe nach unten mit der Länge deines Oberkörpers.
Und dann senkst du deine Hände nach unten und eventuell kommst du heute mit deinen Händen hier neben deine Kniekehlen. Ja, dann greif dir auch gerne die Kniekehlen und bleib genau hier. Wenn du weiter nach vorne kommst, an die Knöchel, an die Zehen, an die Fersen, dann bleib hier. Auch hier wieder, was passt für dich? Wichtig ist nur, dass wir wirklich dieses nach vorne klappen haben, dass du nicht so nach vorne gehst. Also sprich nicht eingerundet, nicht in der C-Kurve, sondern, deswegen nehmen wir auch die Arme nach oben, wirklich hier aus deinem Becken heraus nach vorne klappen. Und dann ist es egal, wo die Hände sind. Ja? Und dann kannst du auch deinen Kopf senken, dass der Nacken ganz entspannt ist. Und hier bleiben wir mal kurz und atmen. Und spür in deinen Körper hinein. Auch hier, auch eine meiner Lieblingsübungen, spüren wir, wo sitzt etwas fest. Ja, gerade wenn deine Herausforderungen im unteren Rücken sind, dann wirst du hier ganz schnell merken, wo deine Zipperlein sitzen. Und nochmal, atme hin, schau bewusst hin. Ja, frag dich, was dich gerade beschwert, belastet, was dich schon länger belastet. Denn gerade im unteren Rücken und im Becken, da setzt sich gerne ganz viel alter Ballast ab. Und auch davon kann ich ein Lied singen. Ich finde, man kann ja immer nur über Dinge auch berichten und das so weitergeben, wenn man es auch intensiv erlebt hat. Und das habe ich definitiv. Ja, mit dem nächsten Einatmen runde ein und komm ganz langsam nach oben. Die Hände rechts und links von dir. Beuge die Beine leicht und komm nach vorne mit deinem Po. Atme ein, bring die Arme nach vorne, atme aus, runde ein. Roll langsam nach hinten, unten ab, bring die Knie zur Brust, leg den Kopf ab. Und wenn du möchtest, kannst du hier locker von Seite zu Seite rollen. Jawohl. Und dann in der Mitte ankommen. Deine Füße aufstellen, nimm die Arme leicht weg von deinem Körper, atme ein, kipp mit beiden Beinen nach rechts, atme aus zur Mitte, atme ein, kippe nach links, atme aus zur Mitte, ein nach rechts, aus Mitte und nochmal nach links und zurück zur Mitte. Und dann streckst du nacheinander die Beine lang aus. Nimm dir die Arme an den Körper, dreh die Handflächen nach oben und komm hier in Shavasana an. Jedermanns Lieblingsübung und so wichtig, gerade nach einer längeren Yoga-Einheit, um dich nochmal zu sammeln. Bevor es zurückgeht in den Alltag oder bevor dein Tag startet. Und richte hier mal deine Aufmerksamkeit auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen, auf dein drittes Auge, auf dein Stirnchakra. Und ich stelle mir immer vor, wie ich in diesen Punkt hineinfalle. Und manchmal ist der Punkt ganz dunkel und ja, es fühlt sich so an, als wäre ich im Weltraum. Alles ist still, es ist wie in Watte verpackt und es ist dunkel, aber eine angenehme Dunkelheit. Manchmal sehe ich einen Lichtstrahl. Der ganz hell und angenehm leuchtet. Und diesen Lichtstrahl lade ich ein. Vielleicht siehst du aber auch eine Farbe oder mehrere Farben.
oder du siehst einen geliebten Menschen oder ein Tier. Verbinde dich mit dem, was du siehst. Lass deinen Atem weiter fließen und wir holen uns jetzt hier das Element Äther zur Unterstützung und spüren in den Körper hinein. Denn auch wenn wir denken, wir liegen jetzt hier ganz entspannt in Shavasana, gibt es doch ganz oft Bereiche, wo du immer noch festhältst, weil einfach dein Grundmuskeltonus erhöht ist. Nächsten Einatmen, richte deine Aufmerksamkeit zurück auf deinen Körper. Bewege deine Zehen, deine Füße, deine Finger und deine Hände, deine Beine und deine Arme. Nimm die ruhig mal über den Kopf, streck dich lang. Kehre dann von deinem Punkt zwischen den Augenbrauen zurück. Öffne hier schon mal die Augen. Stell dann deine Füße nacheinander auf und gib mit deinen Beinen auf deine linke Seite. Nimm den Oberkörper mit. Setz die rechte Hand vor dir auf und komm langsam über die Seite und triff mich in der Mitte deiner Matte im Schneidersitz. Nimm die Hände auf die Knie. Dein Oberkörper aufgerichtet. Und atme ein, bring die Arme über die Seite nach oben. Und atme aus, nimm die Hände vor die Brust. Atme ein, verbeuge dich vor dir selbst. Atme aus, richte dich auf. Und sei stolz auf dich, dass du dir diese wertvolle Zeit für dich und deinen Körper genommen hast. Ich bin dankbar, dass ich dich ein Stück auf deinem Weg begleiten darf. Ich wünsche dir bis dahin einen bewussten Tag. Sei ganz bei dir, sei ganz bewusst in jedem Moment. Namaste.